ganz am Anfang war es eher ein Schock. Jetzt ist der Laden in Gefahr und es könnte finanzielle Schäden geben. Und umso länger es jetzt gegangen ist, die letzten 3-4 Tage, war es auch viel Emotionen, aber positive Emotionen auch dabei. Auch viel Support aus von Leuten, wo ich es nicht erwartet hatte. Einfach allgemein diesen Zusammenhalt, den viele Menschen, glaube ich, auch vermissen. Bube und König ist quasi darauf gegründet, dass wir sagen, okay, wir verkaufen Qualität und zeitlose Sachen, die klassische Männermode. Wir haben jetzt auch seit 1,5 Jahren eine Damenabteilung und das sind halt alles Teile, die hochwertig produziert werden. Bei uns geht es halt auch viel um die Kundenberatung, Kundenservice. Und dann bin ich immer der Meinung, dass ich mir dann lieber einmal was Gescheites kaufe, wie ein T-Shirt, wenn es ein Loch hat, nochmal zum Schneider zu bringen. Wenn wir alle so arbeiten würden, würde es wahrscheinlich auch noch einen Schneider geben oder einen klassischen Schuster. Aber dadurch, dass wir keine Wertschätzung für eine Klamotte haben, schmeißen wir es lieber weg und kaufen es neu. Ich würde mir wünschen, dass jeder versucht, den Support so gut zu platzieren, wie es geht und im Idealfall natürlich die kleinen Regionalen zu unterstützen, dass halt Nürnberg so bleibt, wie es ist. Also mein Appell jetzt an alle Leute, auch an mich selber, ist, unterstützt einfach den Einzelhandel oder jeden, der es nötig hat, jetzt in der Situation zu überleben. Also Nürnberger, lasst uns zusammenhalten und wir schaffen das, wir werden besser zurückkommen als zuvor. Ich glaube.